Ja, Horex, alte Marke, Tradition, neu auferstanden vor einigen Jahren. Wann war es genau? Begonnen haben wir im Jahr 2009 mit der Hauptentwicklung von neuen Horex-Motorrädern. Angekündigt haben wir es 2010 und die Saison 2013 war unsere erste komplette Verkaufssaison. Das heißt, jetzt haben wir auch schon wieder ein neues Modell auf der Basis der beiden Vorgängermodelle oder Parallelmodelle, halt, muss ich wohl besser sagen. Das ist der Café Racer Limited. Zunächst mal dadurch erkennbar, dass er eine rennmäßige Sitzposition hat mit dem entsprechenden Lenker. Dann natürlich Applikationen, die dazu passen, einerseits am Motor, andererseits am Fahrwerk. Wir haben ganz spezielle Speichenräder, die auch eigentlich dem klassischen Rennbetrieb der 50er, 60er Jahre entnommen sind. Und natürlich eine einsitzige Version mit entsprechenden Anpassungen, die dazugehören. Ist heute auch ein Trend, so Tradition und Moderne auf diese Art und Weise zu verbinden. Und das ist somit unser dritter Spross in unserer Horex-Familie. Der Motor, das Herzstück, das Triebwerk ist ein Sechszylinder. Das Triebwerk ist der VR-Sechszylinder, den wir von Horex patentiert haben. Eben der kompakteste Sechszylinder, den man in einem Motorrad verbauen kann. Und wir verbauen den dann in verschiedenen Leistungsstufen und Konfigurationen je nach Modell. So, jetzt sehen wir das nächste hübsche Stück. Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr darüber. Ja, das ist die Horex VR-6 Roadster. Das Fahrzeug, mit dem wir die neue Geschichte von Horex begonnen haben. VR6 Motor mit 161 PS, 3 Nockenwellentrieb. Wir haben hier eine Roadster-Version, die etwas individualisiert ist. Sie sehen in dem Fall hier das Alcantara, die Alcantara-Sitzbank und die spezielle Lackierung, wie auch die spezielle Rahmenfarbe. Aber von der Konzeption ist das jetzt das Modell Roadster mit 161 PS. So, das ist jetzt ein Motorrad, ein reisentaugliches Motorrad, wie ich das so sehe. Das ist für Tour gemacht, denke ich, ne? Also man kann schon mit der Roadster genauso Tour fahren wie mit der Classic. Alle Elemente, die hier an der Classic sind, sind auch an der Roadster verbaubar. Aber es hat eben eine andere Leistungscharakteristik und ein paar verschiedene Bauteile, andere Bauteile, die die klassische Anmutung unterstreichen. Dann ist, glaube ich, die Leistung am Ende etwas anders aufgeteilt hinsichtlich des Drehmoments auch? Richtig, wir haben hier eine 126 PS Version, die einen anderen Drehmomentverlauf hat. Von daher durchaus jetzt eher in Richtung Touren nutzbar. Und ansonsten unterscheidet sich die Maschine durch gesteppte Nähte an der Sitzbank, durch eine spezielle Lackierung und verschiedene andere Accessoires, wie zum Beispiel diese Motordeckel, die eher in einem runden, klassischen Stil designt sind. Ja, das Drehmoment ist natürlich dann auch tourentauglich, dass es ein bisschen satter kommt, aus dem Drehzahlkeller raus, denke ich mir. Ne? Ja gut, dann bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, ganz viel Erfolg mit der Horex, mit der klassischen Marke. Ich hoffe, ihr habt das schon, ich habe das aber auch schon gehört. Es geht, glaube ich, ganz gut. Ne? Danke, wir sind eine sehr kleine Firma, wir müssen natürlich kämpfen, um am Ball zu bleiben, aber wir sind optimistisch. Alles klar, Dankeschön, viel Erfolg.